ausgelost bekommen und das ist das beste Spiel, das wir jetzt haben. Also wir ziehen jetzt durch bis zum Finale. Das Finale ist dann Best of 11, vorher haben wir Best of 9, Best of 7 und so weiter und so fort. Es ist so viel auf dem Programm. Wir sind jetzt in der Runde der letzten 256. Es geht nur bis 3. Das kann so schnell vorbei sein, so wie deine Gruppenphase. Oh, hab ich dir eingedrückt, hä? Da hast du mich bekommen, ja. Kurze Backdrop kurze Hintergrundgeschichte. Max Mainz hat sich warm geworfen und hat gesagt, mir geht's überragend. Also mein Wurfarm ist heiß. Und dann verliert er und ist raus. Ja. Hast du ein Spiel gewonnen? Outside. Ich habe kein Spiel gewonnen, aber ich muss hier mal sagen, es ist natürlich auch schön leicht hier vom Kommentatorensatz aus das Ganze zu sagen. Aha. Wenn man natürlich nicht selber spielt, wir haben ja auch, Leute haben natürlich deine Fähigkeiten nicht gesehen, aber ich konnte sie ja mal ein bisschen testen und wäre ich mal gespannt, ob du es geschafft hättest, denn hier durch die Gruppenphase. Nee, definitiv nicht. Dirk to throw first. Also da müssen wir gar nicht groß diskutieren. Ich wäre in der Gruppenphase ausgeschieden. So, jetzt haben wir hier dieses Spiel. Das sind zwei hochgradig interessante Spieler. David Jeske ist ein Top-20-Spieler in der Next Gen. Hat vorhin schon 5 perfekte Darts gespielt. Hat so ein paar Leute verzaubert, als er da Darts gespielt hat. Und Dirk Langhoff, Longman, ist reingekommen in dieses Turnier mit 3 Niederlagen. Stand schon kurz vor dem Aus. Hat dann jetzt die letzten Legs allesamt für sich entscheiden können. 6 Legs in Folge gewonnen. Dazu 90-plus-Average. Das kann hier ein richtig geiles Spiel werden. Ich denke auch, und das beweist vor allem auf der Seite von Dirk Langhoff eine gewisse mentale Stärke. Wenn du so ins Turnier startest und dann das hinten raus noch so clean schaffst, das zu gewinnen, ist schon sehr beeindruckend. 100. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf dieses Match jetzt, weil David Jeske ist tatsächlich, wenn ich jetzt mir die Statistiken angucke, der zweitbeste Average, der zweitbeste Turnier-Average ist jetzt mit 80,2. Also ich glaube, hier können wir einiges an Spannung erwarten. Das ist schon heftig mit 80,2. Und Leute, Platz 1, Lenny Schlüter. Das ist der beste Spieler der Gruppenphase mit 17 Jahren. Er saß gerade draußen und hat ganz niedlich gefragt, ob er es schafft in eines meiner TikTok- und Instagram-Videos. Und dann habe ich gesagt, Alter, wenn du so spielst, gewinnst du hier vielleicht das Turnier. Und dann bist du definitiv in dem Video mit dabei. Ich denke, das kann er auch sehr gut schaffen und ist hier jetzt in dem Leg auch schon direkt auf Breakcourse, steht bei 90 Punkten, während Dirk Langhoff ist. Ich habe von Lenny Schlüter. 32. David Jeske. Sorry. David Jeske hat mich nicht gefragt. David Jeske weiß, was er kann. Sorry, ich war im Kopf schon zu sehr bei diesem Spiel, deswegen ja. Kein Thema. Aber es ist ja auch richtig, weil ich meine, schau dir David Jeske an. Er ist auf Kurs, 15 Darts zu spielen. Sogar ein 13 Darts. 12 Darts geworfen und er hat hier Doppel 20 Rest. Das ist völlig entspannt. Also noch kein Druck. Vielleicht jetzt der Übergang braucht unbedingt das Triple, sonst kein Finish. Und das sollte dann bis jetzt ein ziemlich entspanntes Leg werden für Jeske. Mhm. Gut. Doppel 16. Game zum Shot. 1:0 in 15 Darts. Einfach weggenommen. David Jeske ist hier erstmal auf Kurs. Nächste Runde, Runde der letzten 256, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt. Man sagt ja Achtelfinale, Viertelfinale, Sechzehntelfinale. 100. Und dann wird es ein bisschen mehr. Also, was müsste das denn sein? Also, kann ich jetzt auch nicht rechnen. Wenn das jemand weiß, dann der Chat. Deswegen auch da nochmal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Themen wissen wollt, wenn ihr euch beteiligen wollt an diesem Livestream, dann gerne auf YouTube von MyDartCoach. Da seid ihr sowieso, aber haut mal was in die Tasten. Stellt ein paar Fragen, auch an Darts Universe selbstverständlich, 60. an Mr. Darts Universe, an Max Mainz, der hier sitzt, der hinter diesem Kanal steckt. Das ist schon eine krasse Nummer, oder? Dass der Kanal, wie viele Follower? 65.000? Noch nicht ganz, ich glaube 63 sind wir jetzt. 100. Gut, Sommerpause, kommen jetzt nicht viel dazu, aber WM geht wieder ordentlich ab. Ja, gerne, stellt Fragen, wenn ihr irgendwas habt, irgendwas 100. wissen wollt. Ich bin hier, ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bin, deswegen gerne da in die Tasten hauen. Das Fenster ist begrenzt, denn er macht nur ein Spiel. Und das kann ja auch zügig vorbei sein, wenn David Jeske so weiterspielt. Er ist schon wieder bei 95 Punkten im Average. Clever Prime schreibt, wir wollen Lenny im Stream sehen. Ich glaube, er hat gute Chance mit so einer Vorrunde. 76. Junge, Junge. Also auch mit den Vorschusslorbeeren. Ja, yeah, absolut. Also kommt jetzt natürlich darauf an, ob er sein Match gewinnt. Das ist natürlich K.O.-Phase, ist eben auf diese Distanz. Wir haben es schon angesprochen, es ist einfach schwieriger. Und dann kann auch mal sowas entscheiden, wie ob du den Wurf auf Bull gewinnst. Und dann einfach, das macht es dann schon deutlich schwieriger oder eben einfacher. Deswegen
K.O.-Phase ist nochmal was anderes als Gruppenphase. Da muss man nochmal richtig on point auf gut sein und kann sich eben keine Fehler erlauben. Aber ansonsten bin ich mir sicher, hat er hier ziemlich gute Chancen, im Stream zu sein mit solchen Leistungen. 6 Lecks in Folge hatte Dirk Langhoff sich geholt. Dann kommt jetzt David Jeske, spielt einen 15 Data zum Break. Aber Langhoff, haben wir gesehen, er beißt sich in Partien. Jetzt hat er 60 Rest. Das ist die einzige Möglichkeit vielleicht für Jeske, hier doch noch dieses Leck zu holen. Es gibt auf jeden Fall 2 Breakdarts für Lang. Das wäre jetzt ganz wichtig, direkt wieder das Break wiederzuholen. Die 140 gerade sehr wichtig gewesen beim Übergang. Verpasst leicht. 20. Oh, und das sind Fehler, die können jetzt richtig wehtun. 56 Punkte bei Jeske. Wenn der jetzt drin ist, auf Tops stellt er sich. Ja. 16. Und der verpasst auch. Glück für Dirk Langhoff. Und der ist so abgezockt. Der hat vorhin einen Benjamin Krauspe, der kein Spiel verloren hat, komplett abgezogen mit all seiner Erfahrung. Hat die Chancen genutzt. Der ist schwierig, weil der Pfeil hängt so ein bisschen rein. Auch das wird kompliziert. Ja. 20. Da fehlt dann der letzte Punch. Es sind weitere Darts, um, ich glaube, diese Partie schon mal einen Schritt weiter zu bringen und in Richtung Crunchtime zu bringen. Und dann klatschen wir hier nochmal schnell die Fragen raus. Es ist das 2-0. Jeske zieht auch so ein bisschen den Mund zusammen. Er weiß, das war ein wichtiger Check. Hier kommen nämlich Fragen. Wann sehen wir Ashley Coleman? Das ist eine gute Frage. Je nachdem, wie weiter kommt. Er ist, glaube ich, der Top-Favorit. Und deswegen in den späteren Phasen des Turniers wahrscheinlich häufiger zu sehen. Ich denke mal auch. Also den Spieler wollen, glaube ich, hier alle sehen. Den sollten irgendwie alle kennen, die hier mal im Stream zuschauen. Einer der großen Namen, extra aus England angereist, um hier teilzunehmen. Ich glaube, dass werden die Jungs hier 100. vom Livestream auf jeden Fall versuchen, den hier bald so bald wie möglich ranzuholen. Was spielt ihr so für ein Average, kommt die Frage auch rein. Also dadurch, dass ich ja nur darüber rede und an diesem Turnier gar nicht teilgenommen habe, kann man meinen Average leider nicht messen. Ich kann was vorausnehmen. Max hat vorhin so eine Vlog-Aufnahme gemacht und hat mich dabei gefilmt, wie ich stabil einfach die Triple 12 getroffen habe und dann gesagt habe, ich score über die Triple 12, also das ist mein Niveau. Aber du bist so 60. Nee, aber ja, wenn es gut läuft. Heute war das überhaupt nicht der Fall. Ich hätte es mir erwartet, dass ich so in die Richtung spiele, aber man kann die Stats ja auch einsehen, wenn ihr da den Namen Max Mainz eingebt. Ich glaube, Gesamtaverage über die 5 Spiele waren jetzt in die Richtung Ende 40, Anfang 50 irgendwie in der Region. Damit holst du hier natürlich nichts. Wenn ihr übrigens auch auf anderen Boards was erkennt, was wir nicht sehen können, dann schickt das gerne einmal hier rein in den Chat. Das hat der Miguel gerade getan. Lenny 100. spielt 88. Lenny spielt schon wieder 88 Punkte im Average und ist also wieder auf Kurs, die nächste Runde zu erreichen. Eine Frage, die wir noch mit reinnehmen, ist, wie seht ihr die Entwicklung im Darts in Schleswig-Holstein? Das kann auch ein Kieler ganz gut beantworten. Ja, ach so, übrigens nördlichster Teilnehmer hier bei der My Dart Coach Championship gewesen. Bin ich gewesen, ja. Ach, krass, keiner ist höher aus dem Norden angereist. Ehrlich gesagt bin ich da nicht so tief in der Szene drin, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber generell für Deutschland kann man ja sagen, es entwickelt sich einfach super. 57. Als Schleswig-Holsteiner hat man natürlich den Nachteil, dass man doch schon weit weg ist vom ganzen Geschehen. Bevor man da mal zu einem guten Turnier reist, natürlich, wenn man es in Hamburg ist, aber ansonsten muss man immer viel zu weit reisen. Und deswegen wahrscheinlich ist Schleswig-Holstein eines der Bundesländer, die eher weniger entwickelt sind. Jetzt aber 113, theoretisch zum Match. Nein, wird es noch nicht. Das sind Chancen, die Dirk Langhoff jetzt eiskalt nutzen muss. 57. 89 Punkte Rest für den Longman. Über die 19. Es muss vielleicht Bull werden. Es muss Bull werden für Dirk Langhoff. 44. Und das war, glaube ich, gar nicht mal. Der geht zwar außerhalb, aber grundsätzlich war der Wurf, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das sind die Matchstarts für Jetski David Jeske. 46. Verpasst noch, auch schon im Leck davor war es ja der Fall, dass Jeske verpasst hat, Langhoff noch die Chancen bekommt und spätestens jetzt muss er sie nutzen. Ich glaube, ich muss nicht sagen, das ist jetzt hier der Moment, in dem er entweder das Spiel dreht oder es wahrscheinlich abgibt. Auf der Doppel 16 versucht das. Das ist gut markiert. Glaube ich auch. Game-Shot. Ja. Genau so spielt man das, eiskalt ausgenutzt. 45 Punkte zum 2-1, aber es wird nicht einfacher. Er muss Jeske zwingend noch breaken. Ansonsten wird es hier die Niederlage. Wir haben ja auch echt ein bisschen Preisgeld, um was es hier geht. 134. Ab Platz 9 gibt es 100 Euro.
Für Platz 5 gibt es 200, für Platz 3 400, für Platz 2 600 und für Platz 1 1000 Euro. Das ist das größte Turnier auf deutschem Boden, das aktuell stattfindet, mit diesen 26. 64 Boards. Und dazu haben wir ja noch die MDSL, die gerade stattfindet. Dazu die Women's Series, die stattfindet. Es ist in Australien Darts unterwegs. Es ist so krass, 96. was das für ein Tag gerade ist. Vor allem, wenn man mal abseits der PDC guckt. Wie du schon gesagt hast, die überall in Deutschland sind ja mehr oder weniger große Turniere, wo einfach viele Leute spielen können. Und das ist einfach eine super Entwicklung. Genau das will man sehen. Die Leute sollen spielen. Es sollen viele Leute zu den Turnieren kommen. 59. Genau, sowas ist das Richtige hier dafür. Max, was für ein Fehler. Max, hast du einen Darts-Spitznamen? 180. Ich tatsächlich nicht, nein. Übrigens, 180 David Jeske. Achso. Zum Übergang. Und ich denke mal, das soll es jetzt hier ja schon fast gewesen sein, wenn Dirk Langhoff hier 60. nichts Großes schafft. Schon sind es die 91 Punkte zum Sieg. Über die 14 versucht das. Nein. Aber kann sich hier ganz komfortabel stellen, während Dirk Langhoff noch bei 356 Punkten steht. Hat also gar keine Möglichkeit, sich überhaupt im Finish zu stellen. Und Jeske bei 40 Punkten. Ich denke mal, das soll es jetzt gewesen sein. David Jetski, Jeske spielt 80 plus. Dirk Langhoff kann nicht an das anknüpfen, was er in der Gruppenphase schlussendlich gespielt hat. Doppel 10. Der nächste Matchstart für Jeske. Und den setzt er dann rein mit dem zweiten 15-Data in dieser Partie. Das war groß. Das ist eine Kampfansage auch von David Jeske an die Konkurrenz. Mit ihm ist heute zu rechnen. Hundertprozentig. Also sehr solides Spiel. Natürlich, im zweiten Leg war das, wenn da Langhoff auch noch den Ausgleich macht, dann sieht es vielleicht anders aus, aber er hat eben die Chancen, denn auch wenn sein Gegner Fehler macht, das eiskalt ausgenutzt und man kann sagen, es war im Großen und Ganzen eine souveräne Performance und darauf kann er, glaube ich, aufbauen. Max Mainz alias Darts Universe grinst schon wieder über beide Backen und wird sich jetzt hier leider aus dieser Kabine verabschieden, aber vielleicht kommst du ja später nochmal wieder. Die Tür ist auf jeden Fall jederzeit für dich geöffnet. Danke, dass du hier warst. Ich danke dir. Ich werde es mal abklären hier mit den ganzen Kollegen und wenn ich nochmal gebraucht werde, dann werde ich mich hier auf jeden Fall nochmal hören. Ich bedanke mich und ja. Wir machen eine kurze Pause. Bis gleich.